Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind an unserem ICE-Werk in Frankfurt. Allerdings, das wird ja nicht ein ICE-Werk bleiben, sondern es gibt ein Werk der vielen Züge, würde ich mal vorschlagen. Lasst uns doch gleich mal weitermachen. Wir sehen, wir haben hier Gleise, die führen alle hier in eine Strecke rein, und zwar auf diese Linie, die hier von diesen ICEs schon mal sozusagen belegt wird. Wir haben jetzt drei ICEs. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal hier einen anderen Schnellzug, und zwar ja, einen ganz schnellen, also sprich eben nicht ein IC, sondern irgendwas, was in die Richtung geht, plus minus, irgendwie sowas zum Beispiel. Hybride und Co. gibt es dann auch, hier den Girono natürlich auch, aber irgendeiner von denen funktioniert nicht, wenn ich jetzt noch wüsste, welcher. Ich glaube, der ETR kann das sein. Wir lassen den mal aus. Wir nehmen mal nach und nach, was wir hier haben. Nehmen wir doch den zuerst mal. Darf der lang sein? Das ist halt die Frage. Ja, eine gewisse Länge darf er haben. Ich möchte nicht, dass der im Depot drin stehen bleibt. Ich möchte tatsächlich, dass der ganz draußen ist. Wir nehmen mal den Large, kaufen den mal und gucken mal. 300 Meter. Reicht das? Sind das 300 Meter? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was, wir machen einen Kompromiss. Wir machen nicht 300 Meter, wir machen die andere Variante. Moment, ich habe ihn ja schon gekauft. Das heißt, ich muss ihn nochmal verticken. Und dann kaufen wir eine minim kürzere Variante, Medium. Okay, du bist wie lang? 241 Meter. Okay, das ist ein bisschen kürzer, aber immer noch lang. In Ordnung. Ich bräuchte hier diese Linie zuweisen. Neue Linie. Nein. Ich möchte die Linie, die wir hier haben. Hier müsste doch eine Linie sein. Was hast du für eine Linie? Unterwegs ins Depot. Das ist eine tolle Linie. Ich bräuchte irgendwie die Linie, Nordlinie Frankfurt. Okay, müssen noch ein bisschen rauszoomen. Und dann haben wir hier Nordlinie Frankfurt. Und dann müsste das auch schon klappen, dass der rauskommt. Jetzt muss ich ihn dann gleich wieder stoppen. Wir können ja mal, weil das nicht so spektakulär aussieht, mal hier einsteigen und nochmal dieses schöne Depot gucken. Hier mit den Rädern da. Die haben es mir angetan, diese Räder. Frag mich nicht, warum. Ich finde die cool. So, nochmal rausgehen. Ja, auch ein schöner Zug natürlich. So, der beehrt uns jetzt hier. Und daneben kommen dann noch weitere hin. Da haben wir ja gesehen, was wir wahrscheinlich noch nehmen. Ach, wisst ihr was? So ein Signal. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Dass hier noch ein Signal steht. Damit der sowieso nur bis hier hin fährt. Beziehungsweise aber wir werden ihn sowieso stoppen. So, wie sieht das denn aus? Das hier mal ein bisschen weg, Kollege Fenster. Ja, der ist doch eigentlich in Ordnung. Da sitzt sogar einer drin. Sieht relativ modern aus hier, das Ganze darin. Ja, cool. Bleibt der sitzen? Ich nehme an, ja. Na dann, viel Spaß. So. Oh, das wird aber auch eher knapp. Der scheint nicht gleich aufzuhören da hinten. Ja, müssen wir gucken. Bis hierhin darf er und nachher ist Feierabend. Ja, der wird nicht ganz rauskommen. Das würde mich wundern. Wir werden es gleich wissen. Ja, oh, das wird aber eine... Oh, doch, das reicht. Aber das ist eine ganz, ganz knappe Kiste. Reicht das schon? Ja, schaut mal, wie genau das ist. Das war jetzt zwar reines Glück, aber okay. Nehmen wir, angehalten, passt. Und dann steht der hier und schon haben wir es. So, das machen wir jetzt nach und nach mit den nächsten natürlich auch noch. Können wir alle auf die gleiche Linie setzen. Was haben wir noch Schönes? Cool, hier haben wir hier doch die Mods durch zu cruisen. Die Hybride, ich würde die Hybride später nehmen. Oder ja, wahrscheinlich nehmen wir sie doch noch, weil wir haben noch relativ viel Platz und uns gehen dann irgendwann die Züge aus. Haben wir den Zehnteiler und so weiter schon? Wir haben den Girono wahrscheinlich noch nicht. Ja, soll ich jetzt vor jedem Zug, den ich kaufe, speichern? Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich muss ich fast, weil sonst muss ich die Züge alle wieder kaufen, alle wieder auf die Strecke setzen, falls dann eben mal einer für Probleme sorgt. Wir kaufen den mal, der funktioniert. 405 Meter, okay. Kommt gleich wieder weg. Den könnten wir hier hinten irgendwo hinstellen, wo wir wirklich viel Gleis haben. Wir brauchen hier den oder den. Welcher ist hier länger? Der ist für 131 Leute. Der auch ab 2022. Wir kaufen ihn mal und schauen. 202 Meter. Müsste reichen, obwohl wir natürlich hier noch ein bisschen weniger Platz haben wie hier. Doch, doch, das reicht. So, Nordlinie Frankfurt war das. Das wäre hier unten. Und herzlich willkommen hier. Und natürlich brauchst auch du noch ein Signal. Nehmen wir so eins. Zack, passt. Haben wir da schon eins? Nein, da haben wir noch keins. Gut, wir gehen schauen. Auch ein sehr schöner Zug, ganz klar. Da kann ich eigentlich zumachen.
Ja, da sehen wir nach und nach wirklich mal nochmal alle Züge, die wir hier haben. Weil wir stellen die sozusagen hier aus. Nett, gefällt mir. Bemalen müssen wir es dann noch. Das ist natürlich dieses Grün hier, ist nicht unbedingt passend. Da brauchen wir eine andere Farbe. Da sitzt auch einer drin. Okay, die können ja Karten spielen. Die verschiedenen Lokführer. Weil die werden hier natürlich nicht groß zum Einsatz kommen. So, gut. Düst du mal da lang. Ich schnappe dich mal. Damit wir dich eben auch entsprechend bremsen können. Ich würde sagen, das reicht. Also der hier ist wirklich sowas von genau bemessen. Das war wirklich gesagt reiner Zufall. Aber der passt genau hier davor, da hinten. Hängt er nicht im Depot drin. Wunderbar. So, auch schön. Da sieht man, da hinten ist er fertig. Ja, aber auch das wird eher wieder knapp. Nicht, dass es dann nicht reicht. Das wäre sehr ärgerlich. Das wird sehr knapp. Hat noch was Spannendes irgendwie. Ah, jetzt geht die Tür zu. Wir halten ihn an. Und, ja, steht auch draußen. Auch sehr gut. Okay, gleich kaufen. Wunderbar, dann haben wir hier schon die nächsten. Jetzt machen wir noch hier ein. Und ja, vielleicht jetzt halt doch irgendwie einen Hybrid dazu nehmen. Weil es sind ja auch ähnliche Züge. Oder haben wir ja mittendrin. Oh, die Tische weh. Die haben wir natürlich auch noch. Okay, die machen wir später. Aber jetzt, warum nicht mal noch irgendwie so ein Zehnteiler, weil er zu lang ist wahrscheinlich. Also vom ICE meine ich. Den haben wir auch noch nicht. Das ist auch ein anderer Zug. Den auch nicht. Okay, dann nehmen wir doch die, weil die haben wir eben noch nicht. Wie lang bist du? Du darfst nicht zu lang sein. Der passt hier nicht mehr hin. Seht ihr? Da sind ja die Weichen immer ein bisschen eher wieder. Das müssen kürzere Züge sein. Dann würde ich sagen, wir setzen die hier irgendwo rauf, wo wir dann wirklich auch wieder ein bisschen Platz haben. Und machen hier, ja, jetzt müssen wir halt zwangsläufig kürzere Züge nehmen. Haben wir denn irgendwas, was schnell ist und hier dazu passt? Aber nicht allzu lang ist. Ich guck mal. 8 Wagen, 204 Meter. Wie lang bist du? Details. 202 Meter und passt genau hier hin. Das heißt, der mit seinen 204, der passt hier wahrscheinlich nicht mehr hin, wenn hier dann das Signal steht. Den müssen wir auch später nehmen. Wir nehmen. Ich weiß halt nicht, wer hat hier genau die Länge, die wir brauchen. Vielleicht tatsächlich der hier, der Short. 114, das passt. Okay, dann kommen hier die hin. Die kurzen Teile vom Hybrid. Linie zuweisen. Norddingens Frankfurt. Zack. Da muss ich jetzt aufpassen. Der hat ja einen ordentlichen Anzug. Also der wird wahrscheinlich arg rausgeschossen kommen. Ich bräuchte hier nochmal ein Signal. Das käme dann, sagen wir mal, hier hin. So, Künste. Jawohl. So, einmal rüber mit dir, damit wir den auch sehen. Ach, das sind halt schon auch einfach nur klasse Züge. Ich fahre auch sehr gern mit denen mit, eben weil sie einfach ein unglaubliches Tempo haben. Also vor allem eben der Anzug. Die sind so schnell auf 100 km/h. Sitzt ja auch einer drin. Dann haben sie nochmal einen für ihr Kartenspiel. Ich sehe es gerade nicht. Egal. Cool. Der müsste hier hinpassen. Würde ich jetzt mal behaupten. Da ist, glaube ich, da hinten dann relativ schnell Feierabend. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt nicht die ganze Folge hier Stellwerk bzw. Betriebswerk, weil das wird mir zu viel. Also das ist irgendwie, oh, jetzt gibt er Gas. Das ist mir zu viel. Betriebswerk, wir machen jetzt sicher den noch und dann gucken wir mal, bei der Autobahn sollten wir auch noch weiterbauen. Ah, sieht aber schon cool aus, gefällt mir. Vielleicht hier unten dann gucken, dass wir hier nochmal ein Gleis rauskriegen. Das wäre jetzt gerade noch eine Idee gewesen, die ich jetzt gerade hatte, weil, das dürfen fast noch ein paar Züge mehr sein. Boah, schaut mal, das klappt sogar. Zumindest sagen wir mal bis hier hin und dann müsste man halt gucken, ob man irgendwas mit einer Weiche noch macht. Kriege ich hier tatsächlich kein Gleis hin? Doch. Ja, das gefällt mir schon viel besser. Das fehlt hier oben ein bisschen. Und da können wir jetzt nicht mehr viel machen, weil die Züge natürlich die Strecke schon belegen. Höchstens hier könnte man sie nach dem machen. Ja, rüber geht natürlich, dass wir hier rüber düsen. Ne, geht auch nicht. Vielleicht in kleinen Schritten, wenn wir es in kleinen Schritten bauen. Ja, ich würde sagen, wir lassen es hier oben. Wir machen das aber hier unten, dass wir hier tatsächlich dazwischen auch nochmal ein Gleis haben. Das sieht dann ganz cool aus. Hier müssen wir dann später sowieso gucken, was wir mit den Gleisen machen. Das bringt so nichts. Wir brauchen Spitzkehren. Wir müssen die Züge irgendwo von Spitzkehre zu Spitzkehre fahren lassen. Vielleicht, dass wir hier irgendwie eine Brücke rüber machen oder eine Unterführung, einen Tunnel und hier einen Bahnhof. Im Prinzip, ja, nicht im Bahnhof, eine Spitzkehre oder ein Bahnhof halt.
wie sagt man dem, einen Endbahnhof. Sozusagen einfach, dass wir hier wirklich auch noch Strecken haben, sonst kriegen wir hier die Züge natürlich nicht raus. So, jetzt kriegen wir aber hier nochmal einen hin. Mache ich doch glatt mal Kollegesignal zuerst. Ich mache nicht immer die gleichen. So, da bräuchten wir nochmal etwas eher Kurzes. Was haben wir denn noch? Den anderen Hybrid, der so kurz ist, der aber ein bisschen anders aussieht. Den hätten wir sicherlich noch. Der war hier, dieser rote. Der sieht doch definitiv anders aus. Das ist eine andere Farbe. Okay, nehmen wir den. Dann sind hier die beiden Hybride zugange. 114 Meter, der müsste da eigentlich hinpassen. Linie zuweisen, Nordlinie. Okay, gleich mal gucken gehen. Signal steht ja schon. Da hinten starten und landen Flugzeuge. Es ist aber nur schön. So aus dem Augenwinkel sehe ich hier immer mal wieder so ein Teil landen. Sehr angenehm. Wenn wir uns mal drehen, ja, dann sehen wir hier die Skyline von Frankfurt da hinten. Wir werden auf der anderen Seite hier dann auch nochmal ein paar Hochhäuser hinstellen. Das habe ich gesagt, damit das Ganze ein bisschen eingeschlossener wirkt. So, zurück zu unserem Zug. Nicht, dass der hier irgendwie weiter düst. Der soll hier einfach mal rauskommen. Ja, bis zu seinem Signal hier vorne und dann da pausieren. So, ich achte jetzt gar nicht so darauf, dass die alle parallel irgendwie hier hinten oder so stehen. Das möchte ich nicht. Das sieht für mich realistischer aus oder ein bisschen besser, wie wenn die alle wie an der Schnur gezogen dastehen. Weil die hat man nicht wie beim Militär hingestellt, sondern die hat man einfach hingestellt, damit sie eben, ja, weil sie draußen sind, weil sie wahrscheinlich demnächst in den Einsatz gelangen werden. Okay, das wäre doch schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Hier auch mit denen. Cool, einmal nur schöne Züge. Da gehen wir sicher gerne mal wieder ab und an vorbei und gucken uns das an, vor allem wenn es denn fertig ist. Bemalen werden wir noch und hier, wie gesagt, machen wir das Ganze so, dass wir hier mit Gleisen dann irgendwie so hier rausgehen. Cool, der schleppt hier immer noch sein IC durch die Gegend. Finde ich auch sehr nett. War nicht meine Idee, war eine Idee von euch. Für solche Ideen bin ich natürlich immer grenzenlos dankbar, keine Frage. Das ist halt aber auch nur nett. Hier unten kommt gerade keiner leider, kommt aus der Richtung einer. Nein, stehen sie? Ich hoffe nicht. Das ist immer so mein Verdacht. Wir haben so viel Verkehr. Wenn dann irgendwann mal vier Gleise einmal nicht genutzt werden, dann ja, werde ich relativ schnell hellhörig. Ah, nee, das ist ein Lastwagen. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob er hier ohne Umbau... Nee, da kommen wir nicht unten durch. Das wird nicht klappen. Da müssen wir wahrscheinlich die Gleise nochmal kurz kappen. Nee, das geht nicht. Dass wir das hier nochmal zurückstutzen, bis sagen wir hier hin. Und dann kämen wir hier nämlich unten durch. Und hier hätten wir genug Platz. Dass wir hier tatsächlich nochmal irgendwie so einen Endbahnhof hinstellen. Und das Ganze so machen, dass meinetwegen hier mit einer Weiche das Ganze dann hier in, ja, irgendwie so eine Spitzkehre reinführt, dann werden wir das schaffen, dass wir da tatsächlich auch noch Züge hinstellen können. Jetzt kommen sie, die Züge von dem viergleisigen Bereich. Haha. Und zwar, ja, hier weiße Lady müsste das sein, der IC ist gerade durchgedüst und hier hinten ist natürlich auch ordentlich was los. Lasst uns mal schnell gucken, weil jetzt kommen wir wieder zum Thema Autobahn. Das heißt, Züge werden wir jetzt wahrscheinlich wieder nur noch aus dem Augenwinkel sehen. Ich möchte tatsächlich da hinten die Strecke weiterbauen. Und hier eben die Hochhäuser. Das wäre natürlich auch was, dass wir das schon mal machen, dass wir die irgendwie zumindest hier dem Depot entlang ziehen. Weil ich mache mal kurz Pause, dann haben wir das ein bisschen performanter. Schaut mal, was hier entstanden ist. Das ist schon cool. Einerseits sind das diese frei platzierbaren Gebäude, die wir selber gesetzt haben. Die Stadt hat sich aber nicht lumpen lassen und hat hier auch noch Sachen hingestellt, die auch irgendwie ein bisschen den Charakter von diesem doch großen Frankfurt mitprägen. Das sieht schon cool aus, das gefällt mir. Sowas hätte ich gerne noch größer. Ja, vielleicht, dass wir hier hinten diese Hochhäuser hinstellen und wirklich so den Berg hoch schon ein bisschen ziehen. Das dauert aber ein, zwei Folgen, das kann ich euch schon mal versprechen, wenn wir das machen, weil da müssen wir Straßen bauen und so weiter. Das wäre aber für die Stadt schon sehr cool. Und ihr merkt schon, ich bin natürlich jetzt immer geistig ein bisschen da, dass ja dieser Performance-Patch kommt und wir das auch machen können. Und dann haben wir vielleicht nachher sogar bei laufendem Betrieb diese Frames, die wir jetzt hier im Pausenmodus haben. Ich zeige das gerne nochmal. Das läuft eigentlich wirklich tipptopp. Das müsste man haben, wenn das Spiel läuft. Weil wenn das Spiel läuft, ist vorbei mit tipptopp. Dann kann man zwar noch gucken, zum Glück. Aber ja, es ist halt definitiv nicht diese Performance, die wir haben, wenn wir im Pausenmodus sind. Gut, cool, cooles Städtchen. Arg mit diesen vielen Zügen, herrlich. Also Autobahn, wir kommen. Wir machen nochmal Pause. Wir brauchen hier eine Ausfahrt. Und dann düsen wir hier nach Stecher Schleuse.
und hier hinten haben wir im Prinzip das andere Ende. Es fehlt natürlich überall noch Autobahn, ganz klar. Ich glaube, wir sind jetzt einfach einmal außen rum, wenn wir das dann fertig haben. Das werden wir aber sehen, da müssen wir jetzt nicht hetzen. Wir haben keine Eile, ich wüsste nicht wozu. Weil der Patch kommt sowieso erst, wenn er kommt. Da müssen wir uns nicht in irgendeiner Form beeilen, das bringt gar nichts. So, mal hier lang und jetzt aber eben, wir bräuchten eigentlich Kollege Ausfahrt. Kollege Ausfahrt finden wir, wenn wir... wo war das? War das hier oder... Ne, das war bei... Moment, bei den Bussen beim Depot, waren die hier hinten? Nein, waren die hier? Ich guck mal schnell. Man findet es dann ein bisschen schneller. Nein, das ist Express Service. Waren die hier? Irgendwo sind sie, ich weiß es, ich fühle es. Irgendwo haben wir die Kreuzungen oder die Ausfahrten. Sagen wir es mal so. Ja, ich glaube sogar hier, eben nach diesen ganzen Wendeschlaufen kommen die. 3000 Jahre später, doch, da sind sie doch. Gut, Ausfahrt. Irgendwie so und... mal nochmal gucken. Dreieck. Haben wir das hier und das Kreuz ist das hier. Wir brauchen ja natürlich kein Kreuz, sondern im Prinzip einfach eine Ausfahrt. Bisschen auf dem Land. Und machen wir hier mal Mittel. Das muss ja kein Riesending sein, weil Grusenfelde ist nun mal ein bisschen unser Benjamin hier. Das heißt, die brauchen keine massive Ausfahrt. Und das gibt einfach, ich würde mal sagen, so eine. Und jetzt möchte ich, wenn wir hier dann weitergehen hier vorne, tatsächlich gucken, dass wir irgendwo Richtung Eisenbahn kommen. Damit die Autobahn nicht einfach für sich selber genommen irgendwo lang düst, sondern die darf tatsächlich gerne auch ein bisschen der Eisenbahn folgen. Wir hatten ja noch die Idee, dass wir hier Richtung Güterbahnhof düsen. Die Frage ist halt, wo soll hier eine Autobahn durch? Also hier hinten, das wäre klar eine Option. Oder hier lang oder hier rüber. Dann haben wir hier aber Straßen, hier haben wir ein Depot und da kommen dann Brücken. Es wäre schon schöner mit der Autobahn unter der Brücke durch, zum Beispiel hier in diesem Bereich. Dann kommt dahinter aber gleich... Dann kommt dahinter aber gleich ein Gleis. Hier müssen wir wieder auf eine Brücke rauf. Oder der Brücke hier folgen. Diese Eisenbahnbrücke. Wo sind wir denn genau? Das würde eigentlich schon klappen. Dann müssen wir hier rüber. Das würde halt auch natürlich wieder eine Brücke geben. Wir bauen es mal. Wenn ich das so mache, dann hier rüber ziehe und dann mit M und N das Ganze... baue, dann hätten wir diesen Effekt. Wir können ja mal wieder eine andere Brücke nehmen, statt dass wir immer nur diese Autobahnbrücke haben. Die war doch, wo ist sie denn? Wir hatten doch nochmal so eine coole. Da, die hier. Die gefällt mir schon auch sehr gut. Da haben wir eben auch den gleichen Asphalt, den gleichen Belag drauf. Gut, das würde so hier rüber führen. Kann man, denke ich, machen. Ist sogar wieder ein bisschen über den Wald rüber. Wenn wir das so machen und dann hier zu einer Kurve ansetzen oder wir bauen es ein bisschen näher ran. Ja, dann haben wir hier, ja, das ist okay, da muss ich gar nicht mehr überlegen, das kaufen wir. Und jetzt hier irgendwie mit einer Kurve in die Richtung und dann mit einer Brücke da ans Gleis ran, da unten durch und dann hier hoch. Das wäre schon sehr cool. Ich baue es mal, damit wir es nicht vergessen, weil wir haben hier hinten natürlich noch einen Anschluss, den wir machen müssen, weil den vergessen wir sonst garantiert. Ja, nette Straße. Dann machen wir hier definitiv einen Bahnübergang, wenn es machbar ist. Es ist, würde hier aber nochmal zu einer Brücke führen. Kann man so machen. Ich hätte vielleicht sogar ganz gern einen Damm. Kriege ich hier den Damm hin? Mal schauen, wie das aussieht. Hat was, hat doch was irgendwie Autobahnabfahriges. Und der Damm, der führt hier dann tatsächlich geradewegs hier auf den Bahnübergang. Das ist in Ordnung. Einmal da rein, okay. Und dann gibt das hier aber... einen ordentlichen Bahnübergang. Ich gehe mal ein bisschen, ja nicht in die Richtung, da haben wir nichts mehr, aber hier haben wir noch, wenn ich dich rüberkriege, noch ein bisschen Auswahl. Was bist du? Vollschranke RHB. Cool. Ist natürlich nicht die RHB, ist mir ganz klar, aber es ist eine coole Schranke. Deswegen nehmen wir dich mal. Kann ich dich noch zumachen? Dankeschön. Ja, sieht doch nett aus. Okay, führt aus der Stadt raus, auf den Damm, hier nach hinten. Dann haben wir hier noch eine Straße. Wo möchte die hin? Was haben wir denn hier sonst noch? Zum Beispiel dahin. Macht das Sinn? Ja, eigentlich schon. Damit die LKWs, die hier entlang düsen. Bei der Chemiefabrik. Oder da Richtung Güterdingens fahren müssen. Das könnte man schon machen. Das würde schon Sinn machen. Ich mache das mal. Das gibt aber wahrscheinlich einen Tunnel. Ich nehme mal die gleiche Straße. Hier unten durch. Wunderbar. Wir haben übrigens noch ein neues
Portal, allerdings bei den Zügen. So ein richtig cooles Röhrending. Ist auch eine Mod. Kann ich schnell zeigen, dann sehen wir sie, weil wir sind gerade nicht am Eisenbahnbau, am Gleisbau. Ah, schade, Kollision. Kann ich aber natürlich trotzdem schnell zeigen, wie das Teil aussieht. Moment, sobald wir hier das hier fertig haben. Womit kollidierst du denn hier mit dem Tunnel? Kann das sein? Da haben wir einfach so oder so per se eine Kollision. Okay, was wäre die Alternative? Hier können wir nicht bauen. Das ist der Bereich von der Fabrik. Aber so geht's. Okay, machen wir das doch so. Ist eigentlich egal. Noch Kurve. Und hier rein. So, dann hätten wir das auch. Die zweite Autobahnabfahrt. Wunderbar. Jetzt wollte ich schnell Kollege Tunnel zeigen. Falls das jemand noch nicht gesehen hat. So, das wäre so. Das werden wir dann wieder kappen. Moment. Und dann haben wir hier unten diese Teile. Schaut mal, das ist doch eine schnittige Röhre. Ein schnittiges Portal. Heiliges bisschen. Ich baue es mal. Wir können sie wieder abreißen. So sieht das aus. Gefällt mir extrem gut. Ist halt wirklich so richtig IC-Schnellzugmäßig. Geht mit zwei Gleisen. Moment. Normal. Normalerweise zumindest. So, man sieht so aus. Ah, gefällt mir extrem gut. Okay. Könnte man jetzt sogar eine Baustelle draus machen, aber das lassen wir mal. Sonst sind wir wieder eine ganze Weile dran. Und wir haben noch so viel anderes, was wir zu tun haben. So, ich brauche die Kollege Wischmob. Einmal diesen hier, einmal diesen und gerne hoch. Damit wir das gleich wieder beseitigt haben. Unseren Showroom. Wäre jetzt aber tatsächlich noch eine Idee gewesen, dass man hier einfach eine Baustelle macht, eine Gleisbaustelle, falls sie irgendwann von hier noch durch den Berg durch wollen würden. Aber okay, wir sind bei der Autobahn dran, deswegen lassen wir das mal. Jetzt wird es je nachdem ein bisschen schwierig. Wisst ihr was, ich mache mal kurz eine Sicherheitsspeicherung, weil die Straße ist halt tatsächlich auch. Habe ich hier schon eine Sicherheitsspeicherung gemacht? Ach so, ja, wegen den Zügen, die wir gekauft haben. Ja, die Straße ist halt auch, zumindest bei mir, teilweise anfällig, dass dann plötzlich das Spiel abnippelt. Wenn da irgendwas berechnet werden muss, was das Spiel irgendwie nicht möchte oder nicht kann, dann kann es tatsächlich zu diesem Problem kommen, dass das Spiel eben abstürzt. So, hier wäre nochmal eine Brücke. Ich möchte aber tatsächlich nochmal die hier machen oder die andere Autobahnbrücke. Das ist soweit okay. Können wir hier vielleicht sogar noch ein bisschen runter? Können wir das weiterziehen? Ja, dann geht's. Die Frage ist halt, hängen wir hier drin? Nein, hängen wir überhaupt nicht. Das klappt. Und hier müssen wir halt wieder rauf. Wir können jetzt hier nicht früher rauf, weil hier die Brücke ist. Ich möchte jetzt aber tatsächlich mit der Autobahn in irgendeiner Form, wenn es geht. Ja, das wird nur nicht gehen. Dieser Brücke folgen. Weil da ist auch noch was. Ja, wir gucken. Wir werden uns das ansehen. Okay, hier die Brücke rüber ist in Ordnung. Nehmen wir mal. Und jetzt hier rauf. Ich weiß, dass man die Straße nicht andocken kann. Das wird nicht funktionieren. Aber man kann sie natürlich, wenn es irgendwie geht, parallel bauen. Dann hat man auch den Effekt, dass das Ganze ein bisschen angedockt ist. Ja, das wird nicht funktionieren. Wir haben den Weg nicht. Wenn ich hier mal nochmal raufgehe. Hier hin. Dann sind wir eigentlich zu... Oh Gott, ja. Ein bisschen zu hoch sind wir tatsächlich. Aber so wird es gehen. Aha. Und wie sieht das aus, wenn ich hier dann noch rüber will? Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Okay, hier eben auch noch rüber. Machen wir mal nochmal mit M. Brückenpfeiler-Kollision. Hat aber auch gerade ein bisschen viele Brückenpfeiler, die gute Brücke. Das ist aber nicht brückenabhängig, sondern bauabhängig. So wird es gehen. Wenn wir nicht so nah an den Berg rangehen, dann haben wir keine Pfeiler-Kollision. Wäre eigentlich auch sehr nett. So, das ist relativ parallel zur Brücke, sogar mit dem gleichen Bogen. Das war jetzt aber auch wieder eher Zufall. Würde ich mal nehmen. Kaufen wir. Wenn wir dann hier weiter düsen, vielleicht doch noch ein bisschen... Oh, da hatten wir schon so einen Hänger drin. Von wegen, gleich stürze ich ab. Machen wir das mal so. Ja, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir... Ja, so weit runter dann doch nicht, aber so. Und dann wären wir hier oben. Zum Beispiel so, ein bisschen weiter unten wie die Gleise. Hier mit der Brücke, die wieder über den Wald rüberführt. Ich mache nur mal testweise, Moment. Nee, das sieht nicht gut aus. Nicht von der Brücke in den Damm rein, das ist Käse, gefällt mir gar nicht. Haben wir hier die richtige Brücke? Was ist das denn hier komisches? Moment, ich gehe mal raus. Doch, doch, das passt schon. Das ist die richtige Farbe, der richtige Asphalt. Passt. So, eben, irgendwie so, plus minus.
Ist, glaube ich, in Ordnung. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier noch ein bisschen mit der Höhe raufgehen? Sozusagen auf der Brücke bleiben. Dann hätten wir diesen Effekt. Gefällt mir eigentlich fast besser. Hier berühren wir ein bisschen den Boden. Hier geht es dann halt wieder auf die Brücke rauf. Und das führt uns dann hier über die Gleise rüber. Hier müssen wir auch nochmal über die Gleise rüber, denn wir müssen auf die Seite von der Stadt hier, auf die rechte, damit wir da vorne ins Kreuz reinkommen. Oder wir untertunneln das Ganze. Das wäre natürlich auch eine Variante. Ich finde das aber relativ nett. Aufgeschüttet geht nicht, ist aber auch egal, weil das sieht besser aus. Es ist eine Autobahn. Ich muss sagen, bei einer Autobahn, Brücken finde ich genial. Vor allem, wenn dahinter ein bisschen Berg ist, dann sieht das einfach meistens wirklich relativ cool aus. So, hier mit der Autobahnbrücke rüber. Wir können ja eigentlich sogar schon mal das Gleis wechseln. Nein, aber übers Gleis rüber gehen. Falls das irgendwie von den Pfeilern her machbar ist. Jetzt ist halt, weil wir näher an den Berg rangehen, haben wir gleich wieder den Effekt, dass er hier 10.000 Pfeiler hinklatscht. Brauchen wir eigentlich nicht. Auf der Seite wird es gehen. Jawohl, das sieht man. Dann gehen wir halt hier rüber. Ist das halbwegs ebenerdig? Ja, das ist definitiv in Ordnung. Nicht vergessen, hier kommen ja Busse und LKWs drauf. Und später, wenn der Patch, ich sage gerne nochmal, wenn der Patch dann da ist, sofort auch Besuchermagnete. Wenn wir das jetzt aber so bauen, jetzt haben wir gerade gesehen, wir kriegen ein Problem, um da rüber zu kommen. Wir bauen es mal. Und schauen mal, ob wir nicht doch irgendwie rüberkommen. Aber irgendwo, mit so einer massiven Kurve. Okay, ist nicht sehr autobahnig. Wenn wir das Ganze so machen. Aber anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Er möchte sonst dermaßen viele Pfeiler hinsetzen, dass das Ganze nicht klappt. In die Richtung geht es auch nicht. Also ich habe die Befürchtung, das Einzige, was wir tatsächlich tun können, ist hier so rüber, so gebogen. Ich könnte höchstens noch mit M und N nochmal testen. Geht auch nicht. Da passiert gar nichts. Was wir natürlich auch machen könnten. Wir reißen hier nochmal ein Teil ab. Und gucken, ob wir ein bisschen eine weniger gebogene Kurve hinkriegen. Wenn wir hier rüber wollen. Aha, auch interessant. Ist aber nicht, was ich wollte. Ja, so geht's. Machen wir das doch so. Moment, vielleicht kommen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Ich teste, ich teste, ich teste. Ich hoffe, das Spiel macht mit und sagt nicht irgendwann Tschüss. Wo war der Punkt, wo es geklappt hat? Wenn ich ein bisschen weiter rauf gehe. Okay, wir dürfen aber nicht mit der Aufschüttung natürlich ins Gleis reinkommen. Ja, sehr nett. Gefällt mir. Diese Autobahn ist einfach der Hammer. Okay, gar nicht überlegen. Kaufen. So, jetzt irgendwie da unter der Brücke durch. Oder irgendwie diesen hier. Ne, wir gehen unter der Brücke durch. Und dann, was haben die eigentlich hier noch alles hingestellt? Guck mal, die haben ein richtig neues Straßensystem hier bereits hingestellt. Also die Stadt. Hier werden sie natürlich überall noch bauen. Das würde ich denen aber lassen. Das möchte ich nicht kaputt machen. Wir können hier eine Kurve machen. Hier oben lang. Das heißt, wir müssten hier eigentlich eher in die Richtung. Mal schauen, ob wir eine Stelle haben. Wir haben eine Stelle, wo das funktioniert. Machen wir doch gleich. Gar nicht lange überlegen. Hier hätten wir auch in den Tunnel reingekonnt. Das machen wir aber anders. Nochmal mit einer Brücke im Rücken der Stadt. Wenn es geht. Plus minus so. Natürlich wieder mit unserer anderen Brücke. Entweder mit der hier oder mit der. Haut mich jetzt aber nicht um. Nee, das gefällt mir nicht. Ich fände hier einen Tunnel besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wir hier kurz in den Tunnel reinkommen. Das sieht einfach irgendwie besser aus. Sprich, hier runter. Und dann mit N mal gucken. Ja, da vorne haben wir genau diesen Einzipfelstraße. Den müssen wir kappen. Sonst funktioniert es nicht. Tut mir leid, liebe Stadt. Könnt ihr gleich wieder bauen. Sobald ihr wieder das Zepter in der Hand habt. Im Moment ist hier die Kollegschaft von der Autobahngewerkschaft unterwegs und bastelt ein bisschen. Ja, das kann man machen. Da geht es da ins Tunnel rein, hier unten durch. Dann haben die hier Ruhe in diesem Stadtteil gebonkt. Zack. Hier vorne müssen wir uns auch noch mal kurz was einfallen lassen. Aber dann haben wir es ja schon, dass wir hier die Kurve haben. Und da reingehen. Würde klappen. Das Problem ist, dass wir hier eine Straße haben. Aber wisst ihr was? Das lösen wir anders. Und zwar ganz einfach so, dass wir die Straße kappen und hier eine Unterführung oder eine Brücke mit der Straße machen. Nicht schon wieder mit der Autobahn, die oben rüber geht. Und das gibt hier eine direkte Verbindung. Okay. Cool. diese Autobahn. Ich liebe diese Autobahn. Ich kann euch nicht mal erklären, warum. Aber ich finde die Idee der Autobahn einfach schon sensationell. Die hat einfach im Prinzip noch gefehlt bei Transportfieber. Dass man eben,
die Schiene mit der Straße ein bisschen kombiniert sozusagen. Hier haben wir die Güterzüge, hier oben dann die Lastwagen. Finde ich sehr nett. Hier die schweren Transporter. Ich lasse mal kurz laufen. Schaut mal, die fahren nämlich zum Brückenbauteil hier hinten. Können wir uns auch noch mal kurz ansehen, falls das jemand noch nicht gesehen hat. So, hier wird eine Brücke gebaut, eine Eisenbahnbrücke. Die düst hier übers Tal rüber. Da, nach da hinten. Und dementsprechend sind hier halt Züge und Co. unterwegs. Ah, schon Weichen her, seit wir das gebaut haben. Und hier oben sind eben die LKWs zugange. Diese schweren Transporter, da sieht man überall sind sie. Die sind sogar noch ein bisschen im Schnee drin hier. Auch nicht schlecht. Gut, hier unten. Wisst ihr, was mir gerade auffällt, was wir natürlich jetzt komplett vergessen haben? Vor lauter Machen und Tun. Wir bräuchten hier vielleicht auch noch eine Ausfahrt. Ne, da vorne haben wir ja eine. Nee, passt. Stimmt. Die haben hier eigentlich eh schon eine Ausfahrt. Was sie nicht haben, das ist die Verbindung, die wir gekappt haben. Die machen wir noch ganz schnell. Wo war dieses eine Sträßchen, das ich da hatte? Das sieht eigentlich relativ cool aus. Das sieht cool aus und erlaubt 50 km/h. Das reicht. Was machen wir jetzt mit dir? Machen wir mit dir eine Brücke oder machen wir mit dir eine Unterführung? Machen wir mal abhängig davon, was besser aussieht. Also das ist schon mal nix. Das wäre die Brücke. Das wäre das Tunnel. Irgendwie die Brücke gefällt mir fast besser. Dann haben wir hier nochmal etwas, was sozusagen mit der Autobahn kreuzt, wenn hier die Fahrzeuge dann durchdüsen. Allerdings vielleicht dann doch eher irgendwie mal wieder sowas in die Richtung, weil da haben wir... Weil wir haben sonst immer ein bisschen die gleichen Brücken. Ich weiß. Zum Beispiel eben die hier. Damm, da unten kommen schon die Autobahnbrücken. Das lassen wir. Die grüne sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Mal nochmal kurz Pause. Dann dreht sich's auch besser. Hat was hier in Einklang mit dem Mittelstreifen. Ist doch okay. Nehmen wir. Gut, da hätten wir das Auto verbunden. Und jetzt haben wir die Autobahn. Ich glaube, die haben wir tatsächlich jetzt außenrum. Also hier führt sie hier unten lang. Hier ist, glaube ich, aber noch kein Verkehr. Leg, Oberböser, da wird viel gerechnet. Hier waren wir auch schon länger nicht mehr. Könnte man natürlich auch mal wieder vorbeigehen. Ganz klar. Hier unten, hier lang. Was macht sie dann? Dann geht sie hier weiter. Ja, schau mal an. Ich glaube, außenrum sind wir jetzt. Und hier führt sie dann nach Köln. Das ist in Ordnung. Aber nee, hier ist sie fertig. Kann das sein? Genau hier vorne. Da müssen wir dann noch an Dorfhain vorbei. Nach Heisenberg City. Heisenberg City hat tatsächlich auch noch keine Autobahn. Sehe ich das richtig? Ja, die kriegen noch mal ein großes Kreuz irgendwo hier in diesem Bereich. Okay. Gut, liebe Freunde. Das hätten wir. Ich würde sagen, wir sagen Tschüss mit unserem Eisenbahn-ICE-Werk hier hinten. Da sind wir doch ein bisschen weiter gekommen. Beileibe noch nicht fertig, aber das ist ja auch cool. Der Weg ist das Ziel, liebe Freunde. Macht ja Spaß, die Teile hinzustellen und all die Züge mal wieder zu sehen. Okay, das sind jetzt aber relativ statische Sachen. Ich möchte nochmal schnell Tschüss sagen mit fahrenden Zügen. Danke fürs Zusehen. Wir haben einen Lag. Jedes Mal, wenn ich sage Danke fürs Zusehen. Irgendwie muss hier so eine Art Spracherkennung im Spiel sein. Wenn Heisi sagt Danke fürs Zusehen, dann machen wir einen Lag und überlegen nochmal, was wir als nächstes machen. Okay, jetzt klappt's wieder. Danke fürs Zusehen zum zweiten Mal. Hoffe, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.